und herzlich willkommen zu meinem ersten Video über Naturcoaching. Ich bin unheimlich aufgeregt und freue mich wahnsinnig, dieses Video mit euch teilen zu können. Naturcoaching, was ist das denn überhaupt? Und wer ist denn da eigentlich mein Coach? Ist es vielleicht der Fluss? Könnte es der Baum sein? Oder vielleicht der Felsen? Oder du vielleicht? Was, ich? Und zu Anfang möchten wir uns gleich vorstellen. Ich bin der Coachie und Klient mit der orangenen Jacke. Und ich bin der Coach mit der grünen Jacke. Beim Naturcoaching bietet der Coach einen Raum für einen natürlichen Entfaltungsprozess, wo es nicht um die Interaktion zwischen Coach und Klient geht, sondern der eigentliche Lehrmeister die Natur ist. Der Coach stellt einen Raum zur Verfügung und hält diesen, öffnet seine Wahrnehmung für sich auftuende Möglichkeiten, spiegelt, wenn nötig, was ihm auffällt und stellt offene Fragen, die mit W beginnen. Warum, wann, wo, wie und so weiter. Die Natur dient mittels des Resonanzgesetzes als Spiegel und Erlebnisraum. Dinge, mit denen wir auf gleicher Wellenlänge liegen, ziehen uns an oder stoßen uns ab. Beide haben etwas mit uns zu tun und eine Botschaft für uns. Im Allgemeinen achten wir aber lieber auf die positiven Botschaften. Die unangenehmen möchten wir gerne umgehen. Vor allem hier kommt dann der Coach ins Spiel, der dies bemerkt und uns auffordert, nochmal genauer hinzuschauen. Weshalb möchte ich da etwas nicht sehen oder lehne es ab? Wir selbst kommen zu unseren eigenen Erkenntnissen und Schlussfolgerungen und erkennen uns selbst in der Natur. Unser Erleben und die Botschaften an uns sind ganz individuell und subjektiv. Wir sehen alles durch unsere eigene Brille. Niemand anders kann uns sagen, wo der Wert in dem Erlebten für uns liegt. Nur wir selbst. Wir können auch nur selbst die Erkenntnisse umsetzen. Wege und Pfade können unseren Lebensweg darstellen. Kreuzungen, ein Scheideweg und eine ausstehende Entscheidung. Tiere können uns wichtige Hinweise geben und uns tief berühren. Von hochgelegenen Orten und Bergen können wir mit Distanz und aus einer sicheren Entfernung auf etwas herunterschauen, um einen Überblick zu bekommen. Oft können wir dort auch aufatmen und eine große Freiheit spüren. Flüsse strahlen Bewegung und Lebendigkeit aus und können uns dabei unterstützen, in den Fluss zu kommen und uns mit unseren Gefühlen in Kontakt bringen. Das Meer kann uns an Freiheit, Weite und Unendlichkeit erinnern. Der Wald kann uns Geborgenheit und Ruhe vermitteln, aber auch das Gefühl der Gefahr, je nachdem, welches Thema angeschaut werden möchte. So viel für heute und ich freue mich darauf, euch auch bei meinem nächsten Video über Achtsamkeit, Entfremdung und Anziehung begrüßen zu dürfen. Wenn ihr keine weiteren Videos über Naturcoaching oder andere interessante Themen verpassen möchtet, dann erinnert euch bitte daran, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Die Natur erwartet uns. Und das hätten wir jetzt fast vergessen. Mein Name ist Oliver Farago. Und meiner auch.